Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Dark Souls Prepare to Die Edition Blind. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier in den Dämonenruinen. Ich hatte absolut keinen Bock mehr auf Seth. Das ging gar nicht mehr klar. Ich wollte einfach da nicht mehr weitermachen erstmal. Seth werde ich irgendwann mal legen, aber jetzt machen wir erstmal hier in den Dämonenruinen weiter. Ich hoffe, dass es hier nicht so nervig ist wie bei Seth. Ob das so sein wird oder ob es hier noch 100-mal nerviger ist, weiß ich natürlich leider nicht. Das werden wir wahrscheinlich bald rausfinden, wenn wir hier weiter können. Ich nehme es einfach mal an. In der Zwischenzeit, ich habe glaube ich ein Level oder so gemacht. Ich habe ein paar Mal versucht, ein bisschen Koop zu spielen. Hat immer nicht so wirklich geklappt. Manchmal wurde ich auch invasiert und so. Naja, das war alles relativ das war halt sehr unspektakulär immer. Also entweder habe ich nach 5 Sekunden verloren oder es hat geleckt oder... Also ich weiß nicht, ich habe auch glaube ich einmal ein Duell gewonnen oder sowas oder zweimal sogar. Aber das war halt auch nicht sonderlich spektakulär alles. Und naja, deswegen habe ich das jetzt nicht alles in extra Episoden gepackt. Sagen wir nur so, Multiplayer war nicht so... Also es hat nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. Und für den nehme ich mir mal den anderen Ring schnell rein. Den, wo haben wir ihn denn? Den Falkenring. Damit der einfach schneller stirbt. Und nicht angerannt kommt. Oh, ja. Damit der nicht angerannt kommt, nehmen wir den Falkenring. Hat super geklappt, den Falkenring zu benutzen. Er kommt auch gar nicht angerannt oder so. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie man gegen die kämpft. Aber es scheint zu funktionieren. Okay. Das hat sehr gut funktioniert sogar. Ja, dann machen wir wieder den Havelsring rein. Havelsring. Okay. Und dann düsen wir da vorbei. Ich hoffe, dass der nicht angerannt kommt. Der kommt nicht angerannt. Das ist sehr gut. Der Wurm da ist mir quasi Wurst. Der Ziegendämon eigentlich auch. Ich hoffe, dass der nicht ankommt. Autsch, ich brenne. Ich hoffe, dass es jetzt hier weitergeht. Also man hat ja in der Cutscene von Framed, der Urschlange und dem Königssucher und wie viel Namen er noch hat, hat man ja gehört, dass man... Da haben wir eine Nebelwand und da können wir nach unten und da lang. Okay, ich weiß jetzt nicht, welchen Weg ich erst gehen soll. Ich würde sagen, ich esse das mal auf und dann gucken wir uns die Nebelwand an und hoffen, dass da nicht direkt ein Boss hintersteht. Okay, fuck. Okay, verdammte Scheiße. Ja, okay, dann gibt's heute den Feuerdämon. Huch. Okay, der macht natürlich Feuerschaden. Wer hätte es erwartet? Ich hätte es nicht erwartet. Ich habe sogar ein Schild, das Feuerschaden ganz gut blockt. Okay, ja. Okay, ja, ich weiß leider gerade keine gute Strat für den. Gegen so ein Vieh haben wir ja vor kurzem erst gekämpft und sagen wir mal so, es war nicht sonderlich effektiv, was wir da getrieben haben beim letzten Mal. Ja, genau die Attacke hat er nämlich auch gekonnt, der andere Typ. Das Einzige, was wir dann machen konnten, war der Attacke zweimal ausweichen. Er hat die nämlich zweimal gemacht, ja, der auch. Und dann draufklopfen. Und dann wegrennen, wenn er die andere Attacke macht. Das sollte eigentlich... Ja, da, genau, der scheint die gleichen Movesets zu haben als der Typ beim Vogel eben. Dann müsste der sich eigentlich auch einigermaßen gleich bekämpfen lassen. Weggehen, wenn er die Druckwelle macht, dann hinsprinten, der Attacke ausweichen, okay, draufschnetzeln, ja. Ist ziemlich gleich vom Kampf bisher. Okay, ja, ist ziemlich gleich vom Kampf, das ist gut zu wissen. Außer der hat noch so einen anderen Feuer-Attack-Move und genau den hier. Ich hoffe, dass der nicht noch mehr kann. Okay, ja, gut. Ach, ich vergesse immer, dass er zweimal schlägt. Ich vergesse es jedes Mal. Ich weiß gar nicht warum, dass er eigentlich ziemlich... Ist ja eigentlich ziemlich leicht sich zu merken. Er schlägt zweimal mit der Attacke zu. Okay. Den ersten kann man ja weggedodgen und den zweiten... Ach, guck mal. Ah, natürlich daneben gestochen. Das ist extrem schlecht. Und jetzt macht er die Druckwelle, die ich nicht komplett blocken kann, leider. Okay. Okay. Ah, Arschplant. Jetzt muss ich draufhauen, weil das meine Chance ist. Oh, oh. Okay, ich muss erstmal weg von dir. Ich müsste gerne mal Estusen, bitte. Lass mich Estusen. Okay, er lässt mich Estusen. Sehr nett von dir.
Oh, jetzt wird er mich natürlich treffen. Ich konnte es blocken. Gut, es läuft ganz gut gerade. Es läuft auf jeden Fall besser, als zu Seth hinzulaufen. Okay, aber ich habe ja gegen den schon mal gekämpft quasi. Gegen eine Kopie davon, die genau das gleiche gemacht hat. Deswegen sollten wir... Wir können das hier tatsächlich jetzt schaffen beim First Try quasi. Okay, auf Estus und wir sind wieder voll. Schön. Okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Okay, das war cool. Das hat super geklappt auch. Da kann man sich echt nicht beschweren. Wir haben gesiegt. So, hoffentlich bekommen wir jetzt auch was Geiles. Gegenstand nehmen. Dämonenbeschleuniger, Menschlichkeit. Okay. Das kann sich doch mal sehen lassen. Beim letzten Mal, also ihr wisst ja noch, ich habe ja den Vogel gemacht. Da haben wir gegen das gleiche Vieh quasi gekämpft. Der hatte jetzt einen anderen Move, glaube ich. Das war leicht ein bisschen anders. Also, er hatte noch einen Move, der ein ganz klein bisschen anders war. Hä, warte mal. Hä, warte mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte... Ja, da hinten ist das Leuchtfeuer. Ich weiß nicht, ob ich zurück zum Leuchtfeuer soll oder nicht. Oder ob ich hier rein soll. Ich gehe mal hier rein. Das scheint so, als ob man... Oh, not good. Ist hier irgendwas Böses? Bisher sehe ich nichts. Dann schauen wir mal. In die Richtung können wir nicht, okay. Da müssen wir wohl auf die andere Seite. Ich weiß gar nicht, ob man den Sprung da schaffen konnte oder nicht. Ob das überhaupt geht. Was ist denn das da drüben? Ist das eine Tür? Okay, da kommen wir wieder hoch. Ja, dann gehe ich mal zu der Tür darüber. Da ist ein Gegner, den ich noch nicht kenne. Das sieht so aus wie so eine Art Spinne oder so. Die ist aber von einem Hit tot. Die scheint von mir zu flüchten. Keine Ahnung. Die scheinen sehr wenig Leben nur zu haben. Ja, sieht so aus, als ob es hier gleich eine Spinne kommt oder sowas. So, warum... Warum sind die so einfach? Tür berühren. Durch Vorrichtung verschlossen. Okay, wahrscheinlich ist das ein Shortcut nur andersrum. Würde ich jetzt mal annehmen. Okay, dann müssen wir hier wieder zurück. Dann ist das wohl ein Shortcut später. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Oder man muss irgendwas machen, damit die Tür aufgeht. Mit 28k Seelen kann ich momentan nicht aufleveln. Da bräuchte ich, glaube ich, 10k mehr dafür, dass ich leveln könnte. Deswegen, naja. Unschön. Da muss ich noch so einen Mob killen, damit ich dann aufleveln kann. Vielleicht, ich schau mal dahinter, vielleicht haben wir da hinten irgendwie irgendwas. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass hier mal wieder die Episode gleich mal erfolgreich startet. Ein Try gegen das Bossvieh kann sich, denke ich, sehen lassen. Wie gesagt, ich kannte eben schon das Moveset und das ist in diesem Spiel echt, wenn man mal die Boss-Moves kennt, dann ist es echt easy teilweise, also richtig leicht. Wenn man sie eben nicht kennt, dann ist es teilweise richtig schwer. Das ist so meine Einschätzung vom Spiel bisher. Und deswegen sterbe ich auch bei neuen Bossen am Anfang immer 3-4 Mal, bevor ich dann so in etwa weiß, was ich gegen die Bosse machen sollte, um nicht die ganze Zeit abzukratzen. So, wie komme ich jetzt darüber? Von noch weiter oben geht es nicht. Ich denke natürlich, man muss sich da drüben so abrollen oder so. Also, oder mit einem gezielten Sprung hier rüber. Also sowas in der Art. Jawohl. So sieht das schon mal vernünftig aus. So, was bekommen wir jetzt dann dafür? Eine Seele von einem Ritter. Ja, ich werde jetzt trotzdem nochmal dahinter laufen und da auch mal gegen die Wand schlagen. Wer weiß, oder vielleicht ist da auch irgendwie ein Hebel für die Tür da unten oder so. Ich schaue lieber einmal nach. Einmal zu oft nachgeschaut ist besser als einmal nicht oft genug nachgeguckt. Das ist so meine Devise. Ja, hat... nichts gebracht. Okay. Und ich sehe hier jetzt auch nichts auf Anhieb, dass mir irgendwie... Also die Pfeiler hier sehen jetzt nicht besonders aus oder sowas. Hier scheint einfach nichts zu sein. Dann gehen wir also weiter rein in die Flammenhölle und hoffen, dass das Feuergebiet allgemein leichter ist.
ich nenne es jetzt einfach mal Feuergebiet. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich da nur Feuergegner zu finden sind, aber es sieht schon stark nach Feuergebiet, Feuergegnern, Feuer, alles Mögliche aus. So, ich denke, wir müssen wieder über diesen Baum hier. Ja, nach oben, den Hitter nehme ich mal. Aber ich denke, ich werde jetzt, was ich jetzt machen werde, ich werde zurückrennen zu dem Lagerfeuer da, das wir oben links haben und dann mit vollen Estos weiter das Feuergebiet durchstreifen. Ich muss jetzt, also wenn ich mit nur zwei Estos da reingehe, dann muss ich in 5 Minuten sowieso wieder von dem Feuer laufen. Deswegen können wir es auch direkt auffüllen gehen. Der einzige Gegner, den wir dann killen müssen, der ein bisschen dicker ist, ist dann wieder der Taurus. Ah ja, und den Wurm, den können wir ja einfach skippen. Der hat irgendeine komische Attacke auf mich gemacht, die nicht getroffen hat. Die habe ich ja bisher immer nur mit Pfeilen bekämpft. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas können. Jedenfalls, ich werde die, glaube ich, auch weiterhin entweder stehen lassen oder mit Pfeilen bekämpfen. Ist, glaube ich, nicht das Verkehrteste. So, was hat er uns eigentlich nochmal gegeben, der Typ? Der hat uns doch irgendwas gegeben. Irgendeinen Drop hat er uns doch gegeben. Ich kann mich leider gerade echt nicht mehr daran erinnern, was das war. Also aufsteigen, dafür reicht's nicht. Ausrüstung reparieren sollten wir vielleicht mal machen. Okay. Ich werde nochmal ganz kurz gucken, ob ich weiß, was der mir gegeben hat. Hat er mir... Also ich glaube, ein Rüstteil hat er mir nicht gegeben, aber eine Waffe? Hat er mir eine Waffe gegeben? Ach ja, der hat mir irgendwie so ein Magier-Waffendings gegeben. Glaube ich zumindest. Ja, das sind ja nur Schilde. Hat mir irgendwie so ein Magier-Waffenteil gegeben. Ich muss übrigens auch irgendwann nochmal den anderen Typen befreien. Wo ist das denn? Hier sind Waffen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade bei Schlüsseln war. Ist mir nur gerade eingefallen, wo ich bei Schlüsseln war, dass ich auch noch den Logan irgendwann mal befreien muss. Hat mir doch irgend so ein Zinnbeschleuniger-Ding gegeben. Das wird doch hier unter Waffen sein, oder? Ach hier, das hat er mir, glaube ich, gegeben. Den Dämonenbeschleuniger. Das ist wohl Feuermagie-Dings. Okay. Ja, soll mir ja eigentlich recht sein. Was mich so ein bisschen nervt an der jetzigen Rüstung, die ich habe, die klappert. Das ist echt nervig. Würde gern nicht klappern, aber man kann nicht alles haben. Ja, spuck mal ins Nichts. Sehr nett von dir. Wenigstens kommen die einzeln an und nicht alle auf einmal. Das ist sehr nett von denen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Aber gedroppt haben die bisher, glaube ich, noch nie was. Das ist sehr unnett von denen. Das ist unnett. Ja, das war ein Neologismus. Oder vollkommener Unfug. Könnt ihr euch aussuchen. So, den müssen wir jedes Mal machen. Aber ich glaube, die Strategie, die ganz gut gegen den funktioniert, ist warten, bis er ausholt. Auf ihn zurollen und dann drauf schnetzeln, bis er umfällt. Was nach 5 oder so Hieben der Fall ist. Zumindest hat die Strategie immer sehr gut gegen den geklappt. So, jetzt kommt da der Wurm. Wir lassen uns aber von dem Wurm gar nicht ärgern, sondern laufen einfach weiter. Und dann kommen hier diese zwei Moppets. Die zwei Moppet-Männer, wie Sled sagen würde. Sled und das Wort Moppet, das ist ja auch... Okay. Du bist tot. Ah, der spuckt nochmal Feuer. Unschön, da habe ich den ersten Hit kassiert. Keine gute Sache. Habe ich schon erwähnt, dass ich mir einen Blitzspeer hochgelevelt habe? Ich habe mir einen Blitzspeer auf Level 3 hochgelevelt, falls ich es nicht erwähnt habe. Da ist eine Treppe. Die ist aber ein Stück zu hoch für mich. Okay, ich habe mir einen Blitzspeer Level 3 hochgelevelt. Ich habe gehört... Also ich habe auch ein bisschen, wie gesagt, Koop versucht zu spielen. Da habe ich den einen oder anderen gesehen, der eben mit einem Blitzspeer rumgedüst ist. Und das heißt, es scheint ganz gut zu sein. Okay, den haben wir schon geagrot. Das scheinen ganz viele von den Dingern zu sein. Aber wenn der einzeln ankommt, ist okay. In my book. Ja, und dem seine Range ist nicht allzu weit, das ist auch super. Natürlich voll daneben gedingst. Okay, damit bist du auch weg. Die Frage ist jetzt, wollen wir nach unten oder wollen wir nach oben? Schön, der Weg gabelt sich, was machen wir? Ich gehe erstmal nach oben, denke ich.
Oder ich schau erstmal. Schau erstmal hier um die Kurve rum. Vielleicht sehen wir hier irgendwas Schönes. Oh, Glück gehabt. Ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Ganz viel Glück gehabt. Da habe ich mich doch für das Bessere entschieden. Denn wir haben jetzt hier direkt das nächste Leuchtfeuer und müssen nicht mehr von vorne reinlaufen an den Typen vorbei. Das ist eine gute Sache. Ja, da unten haben wir jetzt gleich den nächsten Kampf und da liegt aber auch noch ein Drop. Dann holen wir uns erstmal den Drop, bevor wir irgendwas anderes machen. Wenn wir hier überhaupt so drankommen, kommen wir. Glücklicherweise. Eine weitere Seele von einem weiteren Ritter. Okay, was haben wir hier? Tentakelgedöns. Ich muss mich so ein bisschen umgucken. War das Feuer da gerade angezündet oder habe ich einfach keinen Estus verbraucht gehabt? Ich weiß es leider gar nicht gerade. Soll ich den anderen Boss da auch noch versuchen? Also ich nehme halt mal an, dass es ein Boss ist. Es könnte auch einfach ein neues Gebiet sein. Ja, rollen wir uns mal da ab. Gelandet. Und gucken dahinter, ob wir vielleicht da noch einen Drop oder sowas haben in dem Baumgewirr. Es könnte aber natürlich wieder sein, dass das Baumgewirr eine unsichtbare Wand ist. Und es scheint unsichtbare Wand zu sein. Also draufhauen scheint jetzt hier auch nichts zu bringen. Nee, das bringt auch nichts. Ja, scheint eine Sackgasse zu sein. Glaube ich zumindest. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Try auf den Boss da, wenn da ein Boss dahinter ist. Wenn nicht, dann drehe ich vielleicht nochmal um. Ich weiß noch gar nicht. Wobei, ich dreh nochmal um. Der Grund ist dafür, ihr seht, ich habe 32k Seelen. Das ist fast ein Level. Da gehe ich lieber nach oben, wo die ganzen Feuerviecher sind. Ich glaube, das ist die schlauere Idee von den beiden Ideen, die ich gerade haben könnte. Ich will jetzt nicht wieder die ganzen Seelen verlieren und so und dann mich ärgern, weil dann die ganzen Seelen weg sind. Das hatte ich in den LP schon oft genug, dass dann ganz viele Seelen weg waren. Deswegen schauen wir nochmal schnell nach oben. Das Leuchtfeuer da unten haben wir ja jetzt und sofern wir nicht durch eine Nebelwand müssen, sollte es eigentlich auch gehen. Okay, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Damage, dann könnte ich die One-Shotten. Das heißt, wenn mein Schwert noch ein bisschen höher leveln würde, das wäre super. Das wäre echt gut. Okay, waren es nicht mal drei am Anfang, die man gesehen hat von unten sogar? Schade, dass ich die echt nicht one-shotten kann. Das ist so ein bisschen ärgerlich eigentlich. Hier noch einer von denen. Aber die sind halt so langsam, dass sie halt einem gar nichts können. Das ist eigentlich ein bisschen schade sogar. Wären die ein bisschen schneller, dann würden die ein bisschen mehr Challenge bieten. Ganz viele von denen. Ja, gut. Machen wir dich halt so. Das ist ja auch nicht verkehrt, die so zu machen. Ich will jetzt nicht von dreien gleichzeitig gebraten werden. Dann machen wir lieber einen auf sicher und dann wissen wir, dass wir gegen den kein Problem haben und dann ist das super so. Da oben scheint auch keine Nebelwand zu sein. Das bin ich gerade mal ein wenig froh darüber. Schauen wir doch mal, was wir da oben noch haben. Bist du fake oder bist du... Ja, dich kann man nicht anvisieren, deswegen bist du wohl echt. Also eine echte Skulptur hier. Was haben wir denn hier? Ist irgendeiner von euch echt? Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh, es ist ein Aufzug. Es scheint ein Aufzug zu sein. Wo führt mich der hin? Kelax-Sphäre. Kann ich den jetzt immer benutzen? Oder führt der nur nach oben? Ach, guck mal. Oh, da hätte ich mich jetzt fast getötet. Ja, scheint so, als ob man den jetzt immer benutzen kann. Das ist cool. Und obwohl die sich bewegen, die Teile, scheinen die nicht aggro zu werden. Ja, das ist geil, dass wir jetzt hier einen Aufzug freigeschaltet haben oder einen Shortcut oder sowas. Dann werde ich mich jetzt an das Feuer hier hocken. Und den Part beenden. Das war ein sehr ereignisreicher Part. Wir haben einen Shortcut freigeschaltet und einen Boss getötet. Im gleichen Part. Und ich werde mir jetzt noch eine Seele reindrücken oder zwei. Schnell, um noch ein Level aufleveln zu können. Namenloser Soldat benutzen. Das wird natürlich nicht reichen. Da fehlt noch ein bisschen mehr. Dann essen wir noch. Ich weiß gar nicht, wie viel ich genau brauche. Aber eine Kriegerseele dürfte nicht reichen, oder? Schauen wir mal. An Leuchtfeuer rasten, aufsteigen. Ne, da fehlt noch ein bisschen was.
noch eine Kriegerseele und dann haben wir es auch geschafft. Seele, Krieger, benutzen. Ja, dann sind wir Level 81 jetzt. Ist ja nicht das Verkehrteste. Und zwar packen wir das weiter. Ja, ich könnte noch Beweglichkeit pushen. Hä? Das macht... Beweglichkeit gibt mir überhaupt keinen Schadensboost mehr. Also ich könnte jetzt hier einen Punkt reinmachen, aber es würde meinen Schaden nicht mehr boosten. Dann werde ich das erstmal lassen. Dann machen wir weiter auf Kondition, dass wir irgendwann mal richtig geile Rüstesachen tragen können. Momentan ist ja so, dass wir eher nicht so die geilen Sachen tragen können. Ja, ich bin echt zufrieden mit dem Part mal wieder. Ich bin so froh, dass ich aus Sess Festung raus bin. Den werde ich irgendwann mal machen, wenn ich Level 500 oder so bin. Und dann one-shot ich ihn einfach und dann ist es mir völlig wurscht, was er kann. Diese Gegend und allgemein hat mich so ein bisschen angenervt. Aber jetzt hier im Feuerland ist alles super. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.